ist die beste. Das ist die beste Lichtinstallation, oder? Die haben ja alle angeguckt. Das ist schön hier, oder? Das ist die geilste. Mit dem Schwein im Hintergrund, das haben sie richtig gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. Was interpretierst du da rein? Also, was bedeutet das für dich? Ich denke mal, man soll nicht dem Schwan anrennen. Zeitzeugen, ja, wir haben ja Zeitzeugen. Ha? Aber es ist ein schönes Gefühl, dass man frei ist, dass ich wohin fahren kann, wo ich will. Ha? Na, wahrscheinlich im Ostdeutschland ist das nicht so gut. Das war besser vorher, aber ich kenne mich nicht so gut aus in diese Sachen. Weil Leipzig ein bisschen arm ist. Und 25 Jahre, das sollte man eigentlich mal was platzen lassen. Ja, das ist sicherlich eine Maßnahme, dass sich reichere Länder leisten, ihre Bevölkerungsschichten, die sich nicht selbst ernähren können, ruhig zu halten. Das ist richtig. Und das Schlimmste ist eben, das bricht den revolutionären Elan. Der 9. Oktober 2014, also nächstes Jahr, ist sozusagen das nächste Jubiläum und wir werden diesen feiern wie zur Revolution 1989. 25 Jahre friedliche Revolution und Montagsdemos in Leipzig. Wir haben in der NATO zusammengearbeitet, um den Mitgliedstaaten, ganz besonders Polen und den baltischen Staaten, versichern, dass unsere Verpflichtung zur Wahrung ihrer Sicherheit. Das Establishment verordnet brennende Kerzen. Die Partei war dabei. Die Luft ist vergiftet mit schmalzigen Reden der Selbstbeweihräucherung, die man mehr schlecht als recht aus den Gehörgängen zu entfernen versucht. Nun hören wir Musik als musikalische Erfahrung. Nur wenige Menschen wollen sich dieser Folter aussetzen. Die wahren Helden dieser Spitalen. Aber ich möchte ebenso anerkennen. Die da waren, mussten dann auch bleiben. Wir beschützen, die in der Gewaltlosigkeit liegt. Mit Androhung von Waffengewalt und der Angst ums eigene Leben. Scharfschützen hindern sie daran, den Tag sinnvoll zu nutzen. Die deeskalierend wirkte und zur Friedensstiftung wurde. Sogar der eigenen Flüssigkeitsversorgung schämte man sich anfangs. Die Front Deutscher Äpfel und die ungarische Knoblauchfront begrüßten den ungarischen Staatspräsidenten Jonas Ardoš mit eher kritischer Stimme. Wir sind wahre Ungarn. Wir stehen an der Seite unserer ungarischen Brüder und Schwestern, die sich in Ungarn mit einem Regime auseinandersetzen müssen, das an autokratischen Tendenzen uns leider viel zu stümperhaft vorgeht. Also was dort Viktor Orban, Janosch Ader betreiben, das ist keine wirkliche Diktatur. Das ist nur schlecht. Ich denke, das ist eine Frage der politischen Kultur. Da fehlt es an Zug, da fehlt es an Stärke. Da ist es auch für uns jetzt an der Zeit, aufmerksam zu machen, eine starke Front zu bilden. Wir, die Front Deutscher Äpfel, sind ja bereits seit 10 Jahren dabei, eine starke nationale Bewegung zu begründen in diesem Land. Und wenn man sich Gestalten wie Joachim Gauck anschaut, das ist einfach langweilig. Die Bürger sollen in den Schlaf demokratisiert werden. Wir dürfen doch niemals vergessen, dass unsere Demokratie nicht nur bedroht ist von Extremisten und Fanatikern, von Ideologen, sondern dass sie ausgehöhlt werden kann und ausdörren kann, wenn die Bürger im Land sie nicht mit Leben erfüllen. Stattdessen sind wir heute konfrontiert mit gescheiterten Staaten, mit Terrorismus, Fundamentalismus, Gewalt, Anarchie und Bürgerkrieg. Wir wollen nicht gelebt und regiert werden. Wir wollen unser Leben selbst gestalten und regieren. Wir können das, wenn wir an uns und unsere Werte glauben. Wir können das, wenn wir einander in der Tradition von Leipzig versprechen, wir werden bleiben und werden, was wir 1989 waren. Ja, es ist halt wie gesagt wie 1989. Es gibt viel zu viel Polizei, viel zu viele Idioten, die drum rumstehen und vor allen Dingen, man wird die Mauer nicht mehr haben. Es ist wie vor 25 Jahren. Ich frage mich, was es soll. DDR, BRD,
Deutschland, Deutschland einig, Vaterland, Europa, Europa, hurra! Auch die universitäre Streichung der Theaterwissenschaft macht sich nun bemerkbar. 60.000 Bürger. 2014 130.000 Touristen. Das sind 130.000 Erinnerungen. Das macht 260.000 Füße. Okay, let's do it again. Rekonstruieren wir unser Wunder oder lecken unsere Wunden. Ihr wisst am besten, warum ihr heute hier seid. Wir feierten etwas ausgelassener in dieser pseudo-stillen heiligen Nacht. Es war nicht alles schlecht. Unserer mittlerweile wieder progressiven Solidaritätsbekundung standen die Touristen der Welt positiv gegenüber. Der lokale Pöbel störte sich eher daran. Das ist nicht der 9. November. Doch nicht. Ich müsste hier drin einwickeln. Genau das wollen wir von Ihnen hören. Solche pogromartigen Ambitionen. Es gibt Meinungsfreiheit in diesem Land. Wir sind das Lumpenproletariat. Natürlich. Wir wollen Movicheski. Mal bitte Ihren Mitgliedsausweis sehen und Ihre Marken, dass die auch alle abgestempelt sind. Die sind abgestempelt, natürlich. Nein, junger Mann. Wir haben bezahlt. Die 10 Euro haben wir im Jahr. Die Partei hat immer recht. Ich weiß, dass es nicht jedem gelingt, sich etwa in einer Partei zu engagieren. John, klar hast du es. Du hast auf dem Bundesparteitag für Lau gesoffen. Das waren alles europäische Gelder. Das habe ich nicht. Das war Sonneborn sein Geld. Nein. Das hast du. Das habe ich nicht. Da lügt er. Noch so ein Ding für kommt bei uns an und ist klatschgewaltig. Aber kein Beifall. Sowas will ich nicht immer von dir hören, gerade von Leuten aus Konnewitz, Alter. Brauerei statt braune Kacke! Weißt du was, ich bin ja für die deutsch-kommunistische Freundschaft. Ich mach bei euch nicht mehr mit, ihr seid blöd. Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Wir wollten heute hier demonstrieren für Pressefreiheit. Ein Mitglied der Löwen-Security hat uns abgewiesen, das ist jetzt kein Witz. Ich widme jetzt diese Stimme an die Völker der Welt. Schaut auf diese Stadt, die sich nennt die Stadt der friedlichen Revolution. Hier wird man unterdrückt. Unsere Freundinnen und Freunde der deutschen Apfelfront, sie wurden diskriminiert, unterdrückt. Es ist schlimmer als 1989. Man kann heutzutage gar nicht mehr sein Wort erheben gegen das System. Es kotzt einfach nur noch an. Die polizeiliche Maßnahme ist erstmal beendet. And I have to zitieren the famous British Philosophen Elton John. This evening is like a candle. Hallo. Früher haben einen die Ungarn geholfen. Was machen die Ungarn heute? Sie unterdrücken ihre Menschen. Sie unterdrücken Roma, Sinti, Kommunisten. Sie unterdrücken Juden. Sie unterdrücken Homosexuelle. Sämtliche Minderheiten werden unterdrückt. Und was ist der Dank dafür? Sie werden hier in die sogenannte Heldenstadt eingeladen. Angeblich herrscht hier Freiheit. Wenn hier die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit unterdrückt wird, das ist nicht mehr meine Heldenstadt, wie ich sie kennen und lieben gelernt habe. Ich habe jetzt Bock, mit euch noch zu trinken. Wir freuen uns da drauf. Danke für das Bier, das ihr uns gleich ausgeben werden. Du kommst aus Berlin? Ja, ich komme direkt, gerade jetzt hier gebeamt. Und warum kommst du aus Berlin? Hast du keine Möglichkeit, in einer vernünftigen Stadt zu wohnen, wo es zivilisierte Menschen gibt? Nein. Guck mal, das ist immer der erste Grundsatz der Journalistik. Gib mir das Interview aus, gib mir das Mikrofon aus der Hand. Und so ging ein weiterer Tag des Kampfes und Bieres zu Ende, bei dem sich die Leipziger auf die Schultern klopfen und betrunken schlafen gehen konnten.